Hallo und herzlich willkommen zum Bus-Simulator 16. Wir sind hier am Ende des Tutorials. Gut. Wir hatten... Lass uns zum Busbahnhof fahren und die Tour beenden. Genau, wir hatten die letzte Haltestelle und jetzt hier haben wir es gehört. Zum Busbahnhof noch, Karre abstellen und dann dürfte das Tutorial doch vermutlich zu Ende sein. Oder kommt da etwa noch mehr? Wir sind gespannt. Die erste Tour, denke ich mal, ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, wobei vermutlich im Tutorial auch die Zeiten, an denen man zur Haltestelle kommen muss, nicht ganz so knapp sind, wie sie vielleicht dann später sind. Ich weiß auch nicht, ob es hier vielleicht sogar noch verschiedene Schwierigkeitsgrade dann gibt. Hab leider keine Zeit gehabt, mich vorher schon groß mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich habe also lediglich vorher geschaut, dass ich meine Lenkradtasten hier so halbwegs belege, dass mein Lenkrad funktioniert. Und ja, alles Weitere, habe ich mir gedacht, werden wir dann im Laufe des Spiels kennenlernen. Hilfe! Auf der einen Seite hält ein Auto, auf der anderen Seite sind wir schon mit dem Rad über den Bordstein gefahren. Naja. So. Da sind wir. Da sind wir. Einfach da drüben. Ja, ja, mache ich. Kein Problem. Einfach da drüben. Da, ich gehe mal von aus, da in diesem grünen etwas. Dann fahren wir hier mal ab. Ja, eigentlich soll das Spiel Force Feedback haben. Ich muss sagen, ich merke hier vom Force Feedback nicht wirklich was. Also, ja gut, ein klein bisschen Lenkwiderstand ist da, aber jetzt hier so Bordstein hochfahren, dass da irgendwelche Vibrationen oder so kommen, könnte ich jetzt nicht sagen. So, Motor noch aus. Dann müssen wir hier die Lichtchen noch alle ausmachen. Gut gemacht. So, gut gemacht. Hier drüben ist das Büro. Das ist jetzt dein Büro. Hier drüben? Da wahrscheinlich, da ist so ein Fenster. Gut, war's das jetzt? Ja, war's. Okay. So, da oben blinkt hey, was. Hier ist Ben. Ach du ich schon rufe wieder. An, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Natürlich. Also legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen. Ist das nicht großartig? Jetzt ja, weißt du jedenfalls, auf jeden Fall. Was du zu tun hast. Ich rufe wieder an, wenn ich mehr Ratschläge für dich habe. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Nein, natürlich oh, nicht. Richtig, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ein paar Informationen geschickt, wie du deine Busse individuell anpassen kannst. Mhm. Bis später. Okay, wunderbar. Ja, so eine kleine Labertasche ist er schon. Da müssen wir klicken. Okay. Diese Strecke wurde noch nicht gefahren. Keine zugewiesenen Fahrerinnen werden Einnahmen erzielen. Fahre diese Strecke, sobald du kannst. So, und das ist wahrscheinlich unser Heim. Also hier ist die erste Haltestelle doch gar nicht weit weg. Insgesamt 4 Stück. Packen wir, fahren wir. Auf geht's. Schneller Start, umgekehrte Strecke. Nee, nee, klicken wir mal alles nicht an. Lassen wir erstmal hierbei. Ups, da hupt's auch schon. Da ist unser Bus, da müssen wir hin. Ah ja, hier. So, so hatte ich auch angefangen. Tutorial hatte ich nämlich noch nicht gespielt. Ich hatte zum Lenkrad austesten eben hier einfach gestartet. So, dann müssen wir hier das Tor öffnen. Dann müssen wir hier Bustür öffnen. Einsteigen und hier rein. So, hier runter gucken. Da machen wir unseren Schlüssel wieder. Zack, zack, zack. Alles an, dann machen wir hier wieder diesen Geschwindigkeitsregler, wo ich immer noch nicht weiß, wofür er gut ist. Ah, hier können wir auch so ein bisschen Temperatur einstellen. Lassen wir aber jetzt alles mal. Wir machen hier Licht an, machen diese Lichter alle wieder an. Sicher ist sicher. Ach, guck mal, da sehen wir uns sogar am Steuer sitzen. Ja, nur winken können wir jetzt natürlich nicht. Gut, die Tür muss noch zu. Jo. Die ist zu, zack, so.
Bremse noch lösen. Klar, logisch, Bremse lösen wir auch noch. Und dann geht's los. Haben wir noch 10 Minuten, werden wir die Tour wohl nicht ganz schaffen. Aber wir schauen mal, wie weit wir dann kommen. So, da ist frei. Oh! Ja, super, der hat angehalten aufgrund von dem Polizeiwagen, der da vorbeigefahren ist und ich habe ihn nicht gesehen. Eieiei, haben wir direkt schon mal einen Unfall. Da fängt die Karriere ja super an. So, hier ist unsere erste Haltestelle schon. So, senken, Türen öffnen. Hallo. Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Kann ich. Was wollen Sie denn haben? Normal Einzelfahrt. 2,20 bitte. Danke, mein Lieber. Bitte, bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Auch normal Einzel macht auch 2,20. 5 Euro, dann gibt's 2,80 zurück. Bitteschön, beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank. Das war's. Gut. Alle drin, dann kann's weitergehen. So, Warnblinker aus. Los geht's in die wilde Fahrt. Bitte alles anschnallen. Das ist ein Linienbus, da gibt's keine Gurte. Dann gut festhalten, denn der Joe Pim ist am Steuer. Oh, schon wieder Blaulicht. Nächster Halt, St. Pauluskirche. St. Pauluskirche. So, von dem Polizeiauto lassen wir uns gar nicht beeindrucken. Fahren hier einfach unsere Strecke weiter. War ja auf der Gegenspur und hatte genug Platz. So, los geht's. Die Ampel ist grün. Ja, ja. Freundlich wie immer. So, jetzt aufs Gas drauf. Und dann die nächste müssen wir links. Das ist hier schon. Ja, das scheint mir hier schon zu sein. Also blinken wir mal. So. Da ist auch kein Fußgänger auf der Gasse. Wunderbar. Dann hier rum. Und da ist die Haltestelle schon. Dann machen wir schon mal den Warnblinker an, um schon mal die anderen zu warnen. Und hier ranfahren. Ja, ich weiß nicht, das Tutorial mit dem Quatschkopf da, der uns da die Geschichten erzählt hat, war natürlich irgendwie unterhaltsamer. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt bitte. Normale Einzelfahrt wird gemacht. 2,20 bitte. Noch ein Fürfi, so. Bitteschön, viel Spaß. Tag. Ja, ich das wünsche ich Ihnen ein paar auch. Fahrkarten. Ein paar, drei Stück. 1, 2, 3. Macht dann 6,60. Okay, da haben wir dann also 40 und noch 3 Euro dazu. Und dann passt Danke. Das doch. Einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Und das war's schon wieder. Dann alles festhalten. Die wilde Fahrt geht weiter. So. Warnblinker aus. Ja, vielleicht ein bisschen nach vorne gucken. Auf geht's zur nächsten Haltestelle. Und dann müssen wir hier vorne rechts abbiegen. Goethestraße West. Ja, zur Goethestraße West. Fahren wir hin. Ist kein Problem. Liegt eh auf dem Weg. So, ja, rote Ampeln. Wie ich sie liebe, nicht nur in Real Life, auch in Spielen. Achso, ich muss natürlich die Bremse lösen, bevor ich hier aufs Gaspedal latsche. Da holen wir schön weit aus, dass wir möglichst am Bordstein vorbeikommen. Ah, sind wir doch hochgefahren. Und Unfall. Ah. Naja gut, man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen, wie groß die Busse sind, wie das Fahrverhalten, die Wendemanöver sind. So, hier müssen wir jetzt links müssen wir abbiegen. Das irritiert ein bisschen natürlich, weil das Navi hier auf dem Kopf steht. So, da unten wäre frei, hier aber nicht. Das ist schlecht. So, jetzt kommt da einer. Den müssen wir auf jeden Fall zuerst durchlassen. So, da kommen, da geben wir jetzt Gas. Da ziehen wir vorne dran raus.
Ich muss noch rum, da war die Kamera noch nicht ganz gerade. So. Warnblinker an. Und hier neben anhalten. So, da ist unsere Haltestelle. So. Goethestraße, ja. Blaulicht, da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ah, er ist ja vorbeigekommen. Wunderbar. So, hier doch noch Einzelfahrt nicht. Für Senioren. Einzelfahrt für Senioren da sehen. Hammer. 1,40 macht das dann. Gut. 5 Euro gibt er. Also kriegt er erstmal 60 Cent. Dann sind wir bei 2, 4, 5. Danke, mein Lieber. Bitte, bitte. Kein Problem. Sonst noch jemand was? Nein, keiner mehr ohne Fahrschein. Dann machen wir hier wieder hoch die Türen zu, blicken nach vorne und dann geht sie weiter, die Fahrt. Eine Haltestelle habe ich noch, dann will ich euch alle nicht mehr sehen, dann dürft ihr alle aussteigen. Hier in unserem Superbus. Laurinstraße. Was haben wir hier dies eigentlich? Ach so, das ist eine Fake-Marke. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja, weil was liegen bleibt, das sammle ich mir ein. Das gehört an mir. Ich gebe das nicht im Fundbüro ab. Ich bin so ein Drecksack. Ich behalte das. Als Busfahrer wurde mir das in der Busfahrschule so, ja, so befohlen. Muss man so machen. Ja, ein bisschen Scheißdreck muss man ja ab und zu auch mal erzählen. Gut, da ist unsere letzte Haltestelle. Wir sind auch noch pünktlich angekommen. So, anhalten. Und dann raus mit euch. Ihr Leute und ihr anderen Leute auch. Haben wir ja im Tutorial gelernt, es gibt Leute und es gibt Leute. Gut, da sind sie alle draußen. Dann geht's hier wieder, ja, jetzt geht's dann im Prinzip wieder zurück zu unserer Garage, zu unserem Busbahnhof, wie auch immer. Und dann haben wir hier unsere erste Tour doch auch schon gleich geschafft. Die ersten zwei Folgen haben wir hier zusammen. Ist ja diesmal von mir auch nur als angespielt angepriesen. Also ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich hier drehen werde, aber wir schauen eben so mal ins Spiel rein, damit ihr besser entscheiden könnt, ob das Spiel vielleicht für euch in Frage kommen würde. So, Blaulicht, der kommt da vorne. Wir machen mal die Kreuzung frei. Gut. Also Blaulicht ist hier ordentlich unterwegs. So, gehst du drüber? Nee, ihr bleibt da stehen, haltet hier Kaffeetratsch, dann kann ich ja weiterfahren. So, und hier Blinker links, da müssen wir abbiegen, wenn es dann grün wird. Es grünt so grün, wenn Spaniens Ampeln blühen. Gut, was ist los? Mach mal grün hier. Mach mal grün. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das Spiel bisher gefällt und ob ihr es für euch auch selber dann ja, euch zulegen werdet, euch kaufen werdet oder ob ihr sagt, nee, was ich jetzt hier gesehen habe, das ja, hat mir nicht so gefallen. Und was genau hat euch denn dann vielleicht nicht gefallen? Was ist denn genau der Grund? Ich werde auch in die Videobeschreibung einen Link direkt zu dem Spiel zu GamesPlanet setzen. Denn die haben das Spiel mal wieder im Angebot. Ich weiß es gar nicht mehr, 20 oder Prozent, glaube ich, waren drauf. Oder waren es sogar 25%. Also es war auf jeden Fall wieder ein super Angebot. Und ihr wisst ja, mit diesen Links, die ich euch da reinsetze, könnt ihr mich eben auch noch unterstützen, ohne dass euch das noch einen Cent mehr kostet. Ihr habt also nicht nur super Angebote und spart Geld, sondern ihr unterstützt mich damit auch noch. Zwei Dinge auf einmal. Wenn das nichts ist, was denn sonst? So, hier müssen wir abbiegen. Da müssen wir erstmal warten, bis der Fußgänger weg ist, dadurch dann der Autofahrer da fahren kann. So, wir holen hier ein bisschen weiter aus, dass wir nicht auf den Bordstein kommen. Ja, kommen wir doch drauf. Also, ihr seht schon, Busfahren ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber da vorne ist der Busbahnhof.
Und damit würde ich dann sagen, endet hier die heutige Folge im Busbahnhof. Und was wir als nächstes zu tun haben, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Daumen und Kommentare nicht vergessen. Empfehlt gerne meine Videos weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.